Dieser 16. Juni wird für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock in die Geschichte eingehen. Ab 18 Uhr finden sich im Rathaus immer mehr Menschen ein, um die Ergebnisse der Stichwahl zum Oberbürgermeister aktuell zu verfolgen. Schnell steht ein Trend fest. Der Däne und Rostocker Klaus Ruhe Madsen geht von Anfang an in Führung. Schon gegen 19 Uhr sind die meisten Wahlbezirke ausgezählt. Am Ende wird der Linkspolitiker Steffen Bockhahn mit 42,9% der Verlierer der Stichwahl sein. Kurz nach 7 erscheint er mit seiner Partnerin und Parteikollegen im Rathaus. Ach, das ist am Ende eigentlich fast egal, warum es nicht gereicht hat. Klaas, wir haben einen sehr engagierten Wahlkampf geführt und das, glaube ich, hört man oft diese Aussage, aber dieses Mal stimmt sie ja offenkundig, denn wir haben bei deutlich niedrigerer Wahlbeteiligung erheblich mehr Stimmen als im ersten Wahlgang für mich holen können und da waren ganz viele Leute beteiligt und bei denen möchte ich mich ausdrücklich auch bedanken. Das war fantastisch, diese Unterstützung zu spüren. Am Ende Glückwunsch an Klaus Ruhe Madsen, weil er hat mehr Unterstützer gehabt. 76.437 Rostockerinnen und Rostocker haben von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 44,1%. Klaus Ruhe Madsen gewinnt mit 57,1%. Erst nach 20 Uhr kommt er zum Rathaus und wird sofort von den Medien umringt. Nach eigener Aussage hat er selbst noch bis 3 Uhr in der Früh in Rostock Wahlaufrufe in die Briefkästen gesteckt. Von Müdigkeit keine Spur. Vor den Kameras bekräftigt er seine Wahlversprechen. Selbstverständlich. Also wir haben von vornherein immer gesagt, wir sprechen mit den Bürgern, was bewegt den Bürger, was ist wichtig. Es gilt natürlich, dass die Parteien einen auch dabei unterstützen sollten. Und ich glaube, wenn alles, was vernünftig ist, was gut ist, was, wo man sagt, das ist das, was für den Bürger wichtig ist, da werden wir auch Parteien für begeistern können. Also deswegen, ich bin überzeugt, dass wir vieles, man wird am Ende natürlich nie alles, weil es muss auch politische Mehrheiten für alles geben. Aber ich werde dafür kämpfen, dass wir Rostock nach vorne bewegen und deswegen, also wir werden einiges umgesetzt bekommen. Wenn es nach seinen Plänen geht, wird Madsen zum 1. September das Rathaus vom jetzigen Oberbürgermeister Roland Methling übernehmen. Dieser kam schon früh ins Rathaus, um nachzusehen, wer sich in der Stichwahl durchsetzt. Mit dem Ergebnis ist Methling zufrieden. Was ist das für eine tolle Entscheidung jetzt, dass ein Däne, ein europäischer Staatsbürger in Rostock diese Verantwortung übernimmt. Etwas euphorisch würde ich sagen, das ist unsere Antwort auf den Brexit. Europa wächst zusammen und in Rostock zeigt sich das und in einer besonderen Weise wie bisher an keiner anderen Stelle in Deutschland. Die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt ist als streitbar bekannt. Madsen wird es hier nicht leicht haben, Mehrheiten für seine Vorhaben zu organisieren. CDU und FDP, die Madsen unterstützen, haben bei den Kommunalwahlen verloren. Allerdings zeigen sich an diesem 16. Juni alle Parteien offen für eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem neuen Oberbürgermeister. Also ich stelle mir schon in der Regel eine gute Zusammenarbeit vor. Wir müssen mal gucken, wie sie die Mehrheitsverhältnisse in der Bürgerschaft, also ob man eine Kooperation oder eine Koalition oder sowas hinbekommt. Natürlich denke ich, dass wir auch als SPD, und dafür würde ich mich im Kreisverstand auch einsetzen, offen auf den neuen Bürgermeister zugehen. Aber das haben wir, glaube ich, auch in der Vergangenheit immer gesagt, egal wer kommt. Na, zuallererst arbeitet die Bürgerschaft mit dem Bürgermeister konstruktiv und offen zusammen. Das war ja in den letzten Jahren auch mit Roland Methling so und das soll und wird natürlich auch mit Herrn Madsen so sein, gar keine Frage. Und jetzt wird es nachher in den Monaten darauf ankommen, wie er dann ganz im Detail die Sachen, die er jetzt im Wahlkampf angekündigt hat, dann umsetzen möchte. Weil aus meiner Sicht waren da schon einige Sachen, die sehr schwierig werden. Und das muss er dann natürlich zuallererst mit seiner Verwaltung und dann natürlich auch mit der Bürgerschaft besprechen, wie das gehen soll. Und das werden wir dann auch vernünftig miteinander tun. Die Wirtschaft in der Region begrüßt die Wahl eines Unternehmers. Madsen hatte zudem 6 Jahre die Industrie- und Handelskammer zu Rostock als Präsident geführt. Ja, ich freue mich natürlich, dass unser Altpräsident Madsen die Wahl gewonnen hat. Ich glaube, es ist für Rostock und für die Bevölkerung und für die Wirtschaft ein gutes Signal, dass mal jemand von außerhalb, der aus der Wirtschaft kommt, sich bereit erklärt hat, zu kandidieren und gewonnen hat. Kann ich nur sagen, gut. Dieser 16. Juni 2019 wird in die Geschichte der Hanse- und Universitätsstadt Rostock eingehen. Erstmals wurde ein Ausländer Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt. Madsen konnte die Wähler und Wählerinnen vor allem mit seiner Persönlichkeit überzeugen. Jetzt müssen Taten folgen. Das ist eine harte Tour.